Bis zu den Olympischen Ringen haben wir es schon geschafft. Stadtplan und Reiseführer von London haben wir auch. Und die werden wir auch brauchen. Denn unsere olympische Herausforderung beginnt hier. Genau, London Bridge. Die Disziplin: Sparfuchsen. Die Regeln sind einfach. Möglichst viel Olympia für möglichst wenig Geld. Denn unsere Geldbeutel sind schmal und London eines der teuersten Pflaster Europas. Und Karten für die Wettkämpfe haben wir bisher auch keine bekommen. Keine Favoritenrolle also, aber dabei sein ist bekanntlich alles. Haben wir eine Frage? Ja, haben wir. Überall in der Stadt stehen Olympiahelfer und die kommen uns gerade recht. What's there? Covent Garden. Yeah. What do they do there? Oh, no. It's just... Wo gibt's Olympia umsonst, wollen wir wissen. Yeah, cycling. Das Straßenradrennen steht auf dem Programm, sagen sie, und es sei auch noch umsonst. We call it marathon next week. Also nichts wie hin. Weit in den Südwesten der Stadt müssen wir. Aber bevor es losgeht, schon die ersten Ausgaben. Ein Ticket für die U-Bahn. Die Tageskarte kostet umgerechnet knapp 9 Euro pro Person. Stolzer Preis, aber es hilft nichts. An der Rennstrecke begrüßt uns Wenlock, das olympische Maskottchen. Kurz fotografieren und dann rein ins Getümmel. Wir müssen uns einen guten Platz sichern. Schließlich sind wir nicht die Einzigen hier. Zehntausende Menschen wollen das Rennen an der Strecke sehen. Und die Konkurrenz hat wesentlich besseres Material als wir. Genau wie wir haben viele im Vorverkauf keine Tickets bekommen. So wie diese Jungs aus Südafrika. Wir versuchen, so viele kostenlose Veranstaltungen wie möglich zu sehen. Wir wollten heute Morgen zum Rudern, aber dann haben wir uns doch für das Radrennen entschieden, weil es gleich hier um die Ecke war. Wir wohnen ja nur die Straße hoch. Die U-Bahn war uns zu stressig, dann sind wir eben hierher gegangen. Ich finde es toll, dass man sich Sachen umsonst anschauen kann. Ich will noch zum Triathlon im Hyde Park und zum Marathon. Wir kämpfen uns langsam nach vorne. Aber das Bewerberfeld ist dicht und die Konkurrenz groß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Steherqualitäten sind gefragt. Eine ganze Stunde lang müssen wir uns gedulden. Olympia for free, kein Zuckerschlecken. Aber wir können es trotzdem kaum erwarten. Schließlich ist es unser allererstes Mal bei Olympischen Spielen und das ist unser erster Wettkampf. Und dann ist es endlich soweit. Das Fahrerfeld kommt in Sichtweite. Die großen Namen rauschen an uns vorbei. Cavendish, Greipel. Erkennen können wir sie kaum. Und dann sind sie auch schon wieder weg. Gelohnt hat es sich trotzdem. Olympia live und ganz umsonst. Den ersten Sieg können wir also schon einmal verbuchen. Aber schon wartet die nächste Herausforderung auf uns. Wir müssen einen Schlafplatz organisieren. Hotels sind viel zu teuer, also muss etwas anderes her. Wir haben uns im Internet registriert, denn wir wollen eine für uns neue Disziplin erproben. Surfen, genauer Couchsurfen. Bei wildfremden Menschen auf dem Sofa schlafen, völlig umsonst. 11.000 Londoner Couchsurfer haben sich auf einer extra Plattform angemeldet und einer von ihnen nimmt uns auf. Kurz darauf stehen wir bei ihm vor der Tür. Hi guys, hey, come on in, you must be Bastian. Yeah. Welcome, please, welcome to Olympics House. Thank you. Jean-Marc Knoll arbeitet eigentlich als Verkaufsmanager. Nice to meet you. Während Olympia ist er aber vor allem Gastgeber. Cool. Welcome to London, welcome to the Olympics. Willkommen in London, sagt er. Ich bin so aufgeregt, das kann man schon an der Wohnung sehen. Die Deko, zum Teil noch übrig geblieben vom Thronjubiläum der Queen. Couchsurfen kann alles sein. Man kann ein Himmelbett bekommen oder so gut wie in einem Hotel übernachten. Ihr werdet heute Nacht auf Luftmatratzen schlafen. Es ist ein bisschen wie in einem Hostel, aber ihr werdet schon sehen, es ist sehr gemütlich.
Wir fühlen uns sofort wohl. Jean-Marcs Begeisterung ist ansteckend. Ich freue mich so über die Spiele und ich will das mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Seit letzter Woche bis zum Ende werde ich die ganze Zeit Couchsurfer haffen, jede Nacht. Luftmatratzen und Bettdecken hat Jean-Marc für seine Gäste auf Lager. Aufpumpen müssen wir selbst. Machen wir. Kein Problem. Ja, das geht. Thank you. Und wir sind nicht die einzigen Gäste. Jean-Marc hat noch andere Couchsurfer eingeladen. Ein kleines olympisches Dorf auf 40 Quadratmetern. Wir haben Leute aus Spanien, Mexiko, Moldawien, Südwestengland, USA, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien. Also los geht's. Jeder hat eine Spezialität aus seinem Land mitgebracht. Und dann schauen wir natürlich alle zusammen Olympia. Private Viewing im Wohnzimmer. Ghana, my country! Die Stimmung super. Erst waren viele skeptisch, viele waren dagegen, sie haben gesagt, es sei Geldverschwendung. Aber langsam ist die Aufregung in den letzten Wochen immer weiter gestiegen und jetzt ist die ganze Stadt begeistert. Wir müssen irgendwann trotzdem ins Bett, denn morgen haben wir viel vor. Erste Zwischenbilanz, für wenig Geld haben wir einiges von Olympia mitbekommen an unserem ersten Tag. Na dann, gute Nacht. Am nächsten Morgen wollen wir es dann wissen. Im Fernsehen haben wir gesehen, unbenutzte Sponsorentickets sollen angeblich freigegeben werden. Wir fahren zum Olympiapark. Jetzt setzen wir darauf, spontan irgendwie doch noch an Karten zu kommen. Einen Verkaufsschalter gibt es, aber nur zum Abholen von vorbestellten Tickets. Aber so schnell geben wir nicht auf. Wir fragen die Helfer. Aber immer wieder die gleiche Antwort. Hier wird nicht verkauft, nichts zu machen. Wir müssen uns geschlagen geben. Zeit, etwas zu essen. Aber nicht hier. Viel zu teuer. Wir gehen auf die andere Seite des Olympiaparks, nach Leyton. Hier ist kein Glitzer, kein Glanz. Die Gegend ist arm, die Kriminalität hoch. Nur ein paar hundert Meter Luftlinie sind es zum Olympiastadion, aber von den Spielen merkt man hier kaum etwas. Dafür können wir uns hier einen Teller Fish and Chips leisten. Bei Mohammed Umair Sikandar. Er ist großer Olympia-Fan, aber trotzdem frustriert. Von dem oft angekündigten Boom merkt er hier nichts. Hier in Leyton seien sie außen vor, sagt er. Die Touristen blieben drüben auf der anderen Seite beim Haupteingang. Es kommen nur die Stammkunden und ein paar Leute, die im olympischen Dorf arbeiten. Touristen habe ich hier noch keine gesehen. Tickets kann sich Mohammed auch nicht leisten. Also sieht er die Spiele nur im Fernsehen. Genauso wie seine Familie auf der anderen Seite der Welt, in Pakistan. Beim Essen treffen wir Charlene Miller. Sie ist freiberufliche Friseurin und hat einen Job im olympischen Dorf bekommen. Dort stylt sie die Athleten. Die Spiele sind ein Riesenereignis, das kommt nur einmal im Leben vor. Der Job dort wird mir sicher für die Zukunft helfen. Das ist eine sehr gute Referenz. Zahlen müssen wir noch und dann weiter. Unsere Olympia-Ausbeute war heute bisher eher dürftig. Zurück nehmen wir die neue Olympiaseilbahn. Sie ist extra für die Spiele gebaut worden. Die Überfahrt über die Themse kostet uns je gut 4 Euro, aber der Ausblick ist es wert. Langsam wird es auch schon wieder Abend und wir brauchen noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben uns für Campen entschieden. Extra für die Spiele sind rund um die Stadt Zeltplätze eingerichtet worden, für Leute wie uns. Wir sind in Eltham gelandet, südlich von London. Direkt neben dem ältesten Rugby-Club des Landes. Auch viele der freiwilligen Olympiahelfer wohnen hier.
It's only £10 a night, which is my exactly. Eine Übernachtung kostet ja nur 12 Euro, das kann ich mir gerade so leisten. Ich kenne ja niemanden in London und es macht sehr viel Spaß hier. Ich kenne die Leute hier erst seit ein paar Tagen. Wir trinken Tee zusammen. Es ist sehr nett. And it's quite comfy. Paul Wales ist Platzanweiser bei den Olympischen Judo-Wettbewerben. Ehrenamtlich. Jeden Tag ist er in der Halle, abends im Zelt. Luxus hat er hier keinen, aber der ist ihm auch nicht wichtig. Was für ihn zählt, ist die Gemeinschaft. Wir haben immer einen kleinen Plausch, man will ja auch nicht alleine sein. Manchmal gehen wir in die Bar, schauen noch ein bisschen Olympia, essen etwas und haben Spaß. Es ist wirklich sehr lustig hier. Wir fahren noch einmal in die Stadt. Unsere letzte Chance auf ein bisschen Olympiastimmung an diesem Tag. Im Pub treffen wir wieder Jean-Marc. Er hat schon neue Couchsurf-Freunde dabei. Eine seiner Übernachtungsgäste ist Annabelle Thiele aus Deutschland. Wie wir ist die Sportstudentin auf gut Glück für Olympia nach London gekommen. Nach Stratford habe ich die U-Bahn genommen und habe versucht, ob ich da vor Ort ein Olympia-Ticket bekomme, weil es für den Olympic Park ja auch einfach Tickets geht, um da rumzugehen. Und ich dachte, vielleicht hier sowas. Habe ich dann aber, also hier haben wir gar nichts verkauft, weil sie auch die Leute festnehmen, die quasi was verkaufen. Von daher nehmen wir es sehr streng. Man kann immer noch auf der Olympia-Seite gucken, die stellen da immer wieder Tickets online. Aber leider sagen die nie, wann sie die online stellen. Und wenn man natürlich hier ist, möchte man nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und nur noch Tickets gucken. Trotzdem ist sie froh, hier zu sein. Und uns geht es genauso. Auch wenn wir keine Tickets bekommen haben. Wir haben dennoch das Gefühl, dass wir dabei waren bei Olympia. Und viele nette Leute aus aller Welt haben wir auch kennengelernt. Und sind damit dem olympischen Gedanken vielleicht näher gekommen als so mancher, der es bis ins Stadion geschafft hat.